Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Time Report. Ja. Ja, wir sind gerade ein bisschen in der Stadt unterwegs, aber ja, gibt's auch nichts Spannendes. Jetzt können wir höchstens da hochgehen und schauen, ob wir noch ein paar Pflanzen draußen erwischen. Die sind nämlich immer Mangelware bei uns. Die brauchen wir für Faserstoffe und ja, und davon brauche ich 100 am Tag. 100 am Tag ist ein bisschen viel. Von denen kriege ich auch nur Holz. Ich muss die Büsche zerstören. Ich muss wirklich hier Busch für Busch ernten. Und ich glaube, ich gehe echt gleich hoch zu der Baumschule und erhöhe da mal meine Bestellung um so 100 Pflanzenphasen, dass ich dieses Problem halt nicht täglich habe. Mir das echt ein bisschen zu blöd ist. Ich gehe da jetzt hin und mache das. Und morgen früh gleich eine geile Lieferung. Kostet halt ein bisschen mehr, aber das ist mir eigentlich egal. So. Ja, heute ist Samstag. Heute war das Kampfkunstturnier. Ja, war jetzt nicht besonders spannend, war vorhersehbar. Verbessern, wie viel kostet 20.000? Art anpassen, aber wir kriegen halt echt wenig. Komm, wir verbessern mal. Und dann schauen wir mal, dass wir die Pflanzenfasern hochstufen. Okay, das ist schon mal gut. Wir bestellen einfach mal 200 am Tag. Okay, nein, ich kann nur 100 am Tag. Okay. Hier kann ich dann noch. Ich kann 101 bestellen. Ja, komm, wir haben ja eh 2000 frei. Machen wir einfach mal. Stufen wir mal hoch auf 200 am Tag. So, Holz stufen wir auch einfach mal ein bisschen hoch. Auf 150 am Tag. Das Hartholz stufen wir auch mal hoch. Das Eisenholz müssen wir auf jeden Fall hochstufen. Ist das jetzt teuer, wenn ich das so mache, oder was? 1500 sind wir jetzt gerade noch irgendwas, was ich haben möchte. Baumharz. Das brauche ich halt überhaupt nicht. Baumharz. Gummifrüchte, keine Ahnung. Bestelle ich mal 10. Wieder Kokor. Komm, falls wir ein paar Angeln machen wollen, bestelle ich auch mal 10. So, wo stufe ich dazu was hoch? Komm, dann machen wir noch 5 Baumharz. Falls wir das irgendwann mal brauchen. Den Rest hole ich mir. Okay, ich kann nicht. Dann noch mal mehr Holz. Gut, dann gibt es einfach mehr Holz bis zum Ende von insgesamt. Okay, ich kann auch nicht hier mehr als 200 verlangen. Dann muss ich da. Okay, da kann ich wohl auch nicht höher als 50. Ah, ich kann nicht höher als 400 pro Stück. Okay. Okay, ja, dann bin ich hier auch höher. Cool. Das begehrte Baumharz. Bestätigen. Ja, bestätigen. Bestätigen. So, jetzt bin ich arm. Aber ich habe ab morgen genügend Pflanzenfasern. Geil, keine Pflanzenfasern mehr suchen. Passt so. So. Jetzt werden meine ganzen Schränke dann voll sein mit Pflanzenfasern. So, der Tauchhelm ist auch fertig und damit haben wir jetzt nichts mehr, was wir herstellen können. Gut. Kann ich das jetzt auch vernachlässigen? Was brauchen wir denn da noch? Ja, ein paar Hartholz. Ich mache einfach ein paar Hartholz. Davon hat man noch nie genug. Und ja, du machst einfach Eisenholz. Da kommen jetzt dann ganz viele. So, Eisenhölzer habe ich jetzt mehr bestellt am Tag. Sollte passen. Was macht Cuba von meiner Haustür? Ich bin morgen mit Higgins verabredet. Den größten Feind. Warum ist hier kein Aprikosensaft? Ich dachte, ich hätte hier Aprikosensaft bestellt. Oh, das Ding ist einfach durchgelaufen. Upsi. Titaniumplatten. Komm, wir machen mal nochmal 17 Titaniumplatten, falls wir noch irgendwelche brauchen. So. Pause bauen. Ihr lauft ihr alle noch ein paar Tage. Du auch. Und du nur noch 20 Stunden. Gut, klar. 17 Stück. Dann fülle ich mal meine Faserstoffe nochmal nach. Haben wir auch bald 500 Stück. So, jetzt scheitert es immer an abgenutzten Feld. Jetzt muss ich die Ziviltruppe mehr nerven. So, alles Tieren, ja. So. Gut, wir könnten noch ganz kurz zu Sonja rennen, falls sie noch offen hat. Und dann wieder ein paar Datendisk verkaufen. Heute ist doch der Preis so gut. Ah, die ist, glaube ich, nur bis 22 Uhr da. So.
würde gerne ein paar meiner Daten disklos werden. Das ist ein fairer Preis. So, jetzt haben wir das von der Baumschule auch wieder herin, unsere Ausgaben. Ich bin manchmal echt schlimm. Gut, dann gehe ich mal pennen. So, das also läuft ja. So, geh mal schlafen. So, ist das Crapsy. Schlafen gehen, ja. So, und ein neuer Tag. Tag 14, Monat 2, Jahr 2. Das heißt, die Hälfte des Monats ist jetzt rum. Kann ich aufstehen? Danke. So, Scrapsy kriegt von mir ein Apfeli. Morgen hat die gute Sonja Geburtstag. Die kriegt natürlich wie immer eine Gelbstoffierkette. Damit sollte sie dann fast schon hochsteigen, weil sie ja den dreifachen Wert kriegt. Also kriegt sie 45 Punkte oder so. Also sollte morgen Sonja ein Level Up sein. So, Ack ist hier ein bisschen unterwegs. Was haben wir hier von der Handelsgilde? Ein Schnitzmesser. Schön. Noch ein abgenutztes Feldestalker. Okay. Und nochmal feines Feldestalker. Okay. Wow. Wir werden noch ein bisschen feines Fell und abgenutztes Fell bestellen. So. Aprikosensaft könnte ich dann auch gleich wegstellen zu essen. Zwei. So, jetzt habe ich genügend Essen da. Und brauche ich noch irgendwas? Ich glaube gerade nicht. Ja, heute wollen wir vielleicht angeln gehen. Also jetzt. Oh, die schauen sich jetzt, glaube ich, meine Sachen an, oder? Die haben ein Date. Ich glaube, die rennen auf mein Haus zu. Ja, das Fisch-U-Boot gesehen. So, Jackie kriegt heute einen Apfel. So, ein Aroma-Apfel für dich. Wunderlampe gesehen von Sonja. Dann ist QQ. Ich dachte, Jack, oder ist der gestern hochgestiegen? Das kann auch sein. Achso, du kriegst auch einen Apfel. Oink, oink. Hier auch ein freundliches Oink, oink. Django könnte mir nach einem Rezept anhauen. Hallo, Django. Na, möchtest du mir was beibringen? Aprikose, komm. Köstlich geröstete Rippchen. Bäh. Hallo Higgins, ich muss dir noch was besorgen für heute. Hey, er ist gar nicht mehr unfreundlich zu uns. Das ist erschreckend. Damit rechnet man nicht so. Higgins ist eigentlich immer so ein sehr unfreundlicher Heini gewesen. Also dann suchen wir Fehler und dann. Da hinten ist Polly. Die bekommt natürlich direkt von mir was geschenkt. Und zwar bekommt sie gute Polly von mir direkt mal Aprikosen. Und sie ist jetzt unsere beste Freundin. Und mit allen ging es jetzt ein bisschen hoch. Schön auch mit Isaac, den ich mich hier mit der Freundschaft ein bisschen schwerer tue. Allerdings müsste der es auch bald haben. Der geht heute, glaube ich, auch zu meinem kleinen Fest. Das sollte er dann auf jeden Fall hochstecken. Okay, hier ist schief. Wie ich das am Sonntag immer hasse hier oder am Samstag diese Sachen zu suchen, können da nicht normale Aufträge aushängen. So, wir müssen auch schauen, ob wir heute vielleicht mal was bemerken von diesen komischen Logen. Ich weiß aber auch nicht, wo wir danach suchen sollen. Das ist doch schief, oder? So, du bist schief, du bist schief, du bist schief. Ja, und hier, es quillt hier ein bisschen raus. Gummireifen, ja. Vielleicht werde ich auch Higgins jetzt am Anfang noch keine Sägen und andere Dinge schenken, weil die halt doch ein bisschen ins Geld gehen und ich jetzt halt eigentlich erst auf meine Fabrik sparen möchte. Ich glaube, dass wir das alles nicht schaffen. So. Einmal hier. Da hat jemand die Schmuckschatulle ein bisschen verbeult. Da. Da ist was länger. So. Dann gehen wir mal. Draußen und Uwe nur noch eine Stunde spielen. Aber jetzt sind wir eh schon alle da für mein kleines Fest. Mein Garten. Okay, die steht da so und bewundert immer so meine Feste. Ich glaube immer, dass sie eigentlich was machen will. Mit mir und dann immer wartet, einfach weil es. Sie sauer ist, dass keiner, also dass ich sie immer nicht einlade oder so. Ich glaube, das hat schon was damit zu tun. Hallo Higgins. Wir gehen direkt mal spielen. Ich habe schon darauf vorbereitet. En garde. Gut,
geht's mal auf. Aber ja, das Spielen mit Higgins, wie es so verlaufen wird und so, das sehen wir dann einfach das nächste Mal, wenn es wieder weitergeht bei My Time at Portia. Bis dahin, tschüss.